Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutja und es gibt ein neues Musical, das ihr sehen solltet. Romeo und Julia, Liebes alles. Und da stecken einige Menschen dahinter und ich freue mich, heute zwei da zu haben. Ihr kennt sie. Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Wie geht's euch und wo seid ihr? Hallo. Uns geht's, wie geht's uns denn? Eigentlich wirklich, also mir geht's heute gut. Solange ich Kaffee habe, ja, geht's mir immer. Nein, uns geht's gut. Wir sind im Theater des Westens in unseren neuen Büroräumen, die wir irgendwie seit ein paar Wochen bezogen haben. Und wir sind grundaufgeregt, glaube ich, weil ab Montag gehen die Proben los. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es soweit ist und ich durfte schon reinhören in den Soundtrack. Ich möchte mit euch über meine drei Lieblingslieder sprechen. Wir reden zuerst über das allerschönste Lied. Es tut mir leid für alle anderen, weil ich weiß, ihr habt sie mit Liebe alle gestaltet, aber Steffi Irmann singt Jung sein und das ist ein so schönes Lied. Was könnt ihr mir darüber erzählen? Wie ist das entstanden? Ja, das finde ich aber toll. Das ist ja toll. Ja. Wie das entstanden ist, natürlich, wir arbeiten ja an Romeo und Julia seit 2014 und... aber nicht ununterbrochen, ne? Also ich schon. Okay, also ich habe dann immer mal Pausen und nein, aber das Ding ist, wir haben ja wirklich immer wieder Anläufe genommen und das, aber die eigentliche Arbeit für das, was du jetzt auf dem Konzeptalbum hörst, das haben wir im letzten Jahr gemacht. Und Jung sein, finde ich, ist irgendwie, das ist ein Song und eine Hook. Dieses Ding, da möchte man doch nicht mehr jung sein, haben wir während Corona ganz oft gesagt. Ne? Das war so ein Spruch irgendwie, oh Gott, jetzt möchte man echt nicht jung sein, ne, in dieser Zeit. Ja, ich glaube, dass nicht nur Corona, ich glaube, dass das so, auf der einen Seite ist ja die Amme, ich kann das jetzt nicht für Ulf sagen, aber für mich, also ich bin jetzt vom Alter her ehrlich gesagt schon eher die Amme als die Julia. Ich glaube, wir sind sogar noch älter als die Amme. Ich glaube, die Amme, die war da irgendwie so 38 und das sind wir schon leider weit drüber. Ja. Ja. Im Ernst ist es dann natürlich so, dass diese Leute immer sagen, dass, naja, also damals war das doch alles viel schöner und so, das ist natürlich auch schrecklich. Ja. Es gibt natürlich aber auch ein paar Sachen, wo man dann durchaus diesen aktuellen Zeitbezug wirklich dann eigentlich haben kann, wo man sagt, naja, also so. Und eigentlich ist es natürlich ein Lied, wenn man dann richtig hinhört, wie die älteren Menschen natürlich dann auch die Jugend umarmt und sagt, mein Gott, ihr habt es jetzt wirklich auch ein bisschen schwer. Und darum geht es eigentlich. Ne? Was ich bei diesem Lied toll fand, es fängt als klassische Pianoballade an und wird dann eigentlich so ein gefühlter 70er-Jahre-Schlager, als ob Katja Epstein den performen könnte. Richtig. Ja, es ist ja eigentlich das Spiel mit dem gegen das Klischee sozusagen. Also je böser der Text wird, umso freundlicher wird die Musik. Das war die Idee, war auch wirklich so, dass wir sagen, wir müssen jetzt, weil wenn man jetzt den Text, wenn das jetzt wirklich wie so ein Chanson weiterbleiben würde, ist der Text so hart. Also ich glaube, man würde da wirklich das, vor allen Dingen, wenn man das jetzt im Kontext so der jetzigen Zeit sieht, würde man denken, oh Gott, das hält man gar nicht aus. Deswegen wollten wir das so brechen. Und ich finde auch, dass die Amme ist ein bisschen 70er-Jahre-Schlager. Also sie würde heutzutage ihre alten Kassetten hören, irgendwie aus den 70ern. Ne? Also so Vicky und Udo Jürgens und sowas, da würde sich die Amme wohlfühlen. Kudamm ist ja nur das Wort Erfolg wäre eine Untertreibung sondergleichen. Jetzt stimmt es, dass Kudamm on Tour geht und wie stehen die Chancen für Kudamm 59? dazu dürfen wir noch nichts sagen. Aber wir werden bald was sagen. Nee, wir dürfen wirklich noch nichts sagen. Nein, wir dürfen wirklich noch nichts dazu sagen. Wurde uns wirklich ein Maulkorb angelegt? Ja, ja, man kann uns Maulkörbe anlegen. Hm. Unfassbar. Du musst dir neue Fragen ausdenken. Das ist gar kein Problem. Es gab eine Dokumentation über Rosenstolz, auf die, glaube ich, Fans, weiß ich nicht, seit dem letzten Konzert gewartet haben. Und es muss unfassbar viel passiert sein, dass es wirklich dazu gekommen ist, Peter, dass du, Ulf, dass du und auch dass Anna so offen und ich glaube auch zum ersten Mal so offen vor und nebeneinander darüber gesprochen habt. Waren das leichte Dreharbeiten für euch? Das war insofern eine ganz leichte Dreharbeit für uns, weil Anna und ich und Ulf, wir sind ja Familie füreinander und wir hatten so ein kleines Team. Ich glaube, wichtig war auch das Team, das waren genau noch zwei Leute und unsere Linda, die Maskenbildnerin, die auch schon seit 20 Jahren dabei war. Ich glaube, das Wichtige war, und deswegen hat das so schön funktioniert,
ist, dass Anna und ich die Bedingungen stellen konnten, wie wir das gerne hätten. Und zwar, natürlich kommt dann immer ein Regisseur und sagt, ja, geht doch mal irgendwie über ein Dach, übers Dach oder stellt euch mal da in diesen Park. Und wir haben gesagt, nee, aber wie willst du denn dann intensiv reden? Also uns war wichtig ein ganz ruhiges Umfeld, wo einfach gar nichts passiert, außer unser Gesicht. Und dass dann über 1 Million Leute haben diese Sendung gestreamt, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich glaube, weil das, was wir eigentlich auch erreichen wollten, ist also zu erzählen, dass es ist überhaupt gar nichts Besonderes passiert. Das war einfach wir hatten so eine tolle Zeit gemeinsam und es gab weder, die Leute haben es ja gesehen. Aber ich muss sagen, ja, ich weiß nicht, also es war gefühlt wie so Klassentreffen, ne? Ja. Also ich war auch ganz aufgeregt, an dem Tag Anna zu sehen und ich weiß aber, dass die ganzen Tage vorher, die haben mich irgendwie schon ganz schön beschäftigt und ich habe auch nicht, mal wieder nicht gut geschlafen, wie immer, aber ich war irgendwie in dem Moment, als ich geredet hatte, musste ich immer aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen. Weil das irgendwie trotzdem, wenn man dann so über diese Zeit, über die 90er redet und das hat auch irgendwas ganz Melancholisches, weil es halt eben wirklich, es ist so nah, mir kommt es mal gar nicht so weit weg vor. Und dann denke ich, oh Gott, das sind jetzt 30 Jahre. Also Peter und ich kennen uns den 2. Februar kennen wir uns 33 Jahre. Das ist unser 33-Jähriges. Und das ist irgendwie so eigenartig. Es gab einen Moment, den fand ich sehr krass. Ich weiß nicht, ob ihr da beide anwesend wart, aber ich meine, Anna hat gesagt, dass umso mehr ihr beide zusammengewachsen seid, sie so ein bisschen aus diesem inneren Kreis, naja, nicht rausgeschoben, aber so ein bisschen Outsider wurde. Ist das was ihr damals in der Zeit bemerkt habt oder war das etwas, was ihr in der Doku das erste Mal wirklich gehört und erlebt habt? Ja, ich glaube, dass was halt passiert ist, ist, dass es natürlich so dieser Traum von Ulf und mir viel, viel mehr war, auf große Bühnen zu gehen und diese, also dann diese Zeit seit Liebes alles, dann auch zu genießen und auszukosten. Und als Anna und ich anfingen, war das ja nie darauf angesetzt, irgendwie, dass wir mal so große Tourneen spielen und dass es so ein Fulltime-Job wird. Im Endeffekt muss ich aber sagen, dass natürlich auch Anna recht behalten hat, ne? Weil natürlich das auch gar nicht so glücklich macht. Also das war ja eigentlich das Interessante, unsere Beziehung, also unsere Liebesbeziehung, also wir lieben uns ja noch, aber unsere romantische Beziehung. Die romantische Beziehung sozusagen ist ja daran auch tatsächlich wahrscheinlich mit zerbrochen. Ja. Und also das ist was ganz Ungesundes, wenn du, also du musst von der Seele sehr, sehr stark sein, wenn du sagst, das möchtest du jetzt 40 Jahre durchhalten vor so ein Tourneeleben und so, das war auch wirklich anstrengend. Also es ist total gut, was du sagst, weil ab Liebe ist alles, wurde es ja so richtig mega erfolgreich im Mainstream und Anna war es immer wurscht, erfolgreich zu sein. Und ehrlich gesagt, unser Traum, wir hatten einen Pop-Traum und Anna hatte den Traum gehabt, auf kleinen Bühnen sich zu verwirklichen. Und ich glaube, ja, das weiß man erst im Nachhinein. Wenn man mittendrin im Zug sitzt, fährt man halt. Ne? Das ging ja auch alles so schnell das kann man wirklich auch erst im Nachhinein so richtig analysieren. Also dafür ist so eine Doku auch ganz toll. Aber darf ich noch mal jetzt, weil du jetzt so gesprungen bist, du hast uns deine 2 anderen Lieblingslieder nicht erzählt. Ach so. Ja. Das hätte ich jetzt tatsächlich gemacht. Überraschenderweise, ihr habt Liebe ist alles, gibt es bei diesem Musical, es heißt ja auch so. Aber das hat es nicht in meine Top 3 geschafft. Platz 2 ist Wir sind Verona, Nico Wendt, Marcella Rockefeller, die unfassbar großartige, und Nils Wanderer singen da. Das ist toll, aber am meisten gelacht und den größten Spaß hatte ich, glaube ich, Halt dich an den Reichen fest. Lisa Marie Sumner und Steffi Irmen. Und ich habe den Eindruck, ihr hattet beim Schreiben auch eine Menge Spaß bei dem Text. Ja, weißt du, was so lustig ist? Es gibt nichts Schwierigeres, als eigentlich Lieder zu schreiben, die ein bisschen lustig sind oder die auch abgehen. Deswegen ist es viel leichter, eine Ballade zu schreiben. Und Halt dich an die Reichen ist lustigerweise auch von meinen Nichten das Lieblingslied. Weil es halt, ja, es macht halt Freude, ne? Und für uns älteren Mitbürger natürlich auch unser Kniefall vor was, Ulf?
vor deinem T-Shirt. Als meine Kamera. Das ist so ein bisschen, also wer, das ist mit den Augenzwinkern, natürlich haben wir daran gedacht. Lustigerweise haben wir an dem Lied, also da haben wir ganz viele Entwürfe gehabt. Wir haben ganz viele unterschiedliche Lieder für diese Szene geschrieben und das kam ganz zum Schluss. Also wir haben uns auch ganz schön gerieben. Ich weiß, wir hatten einen Tag so einen richtigen Streit gehabt, weil irgendwie entweder hat es mir gefallen und Peter nicht oder umgedreht und leider musste es ja immer uns beiden gefallen. Ja, genau. Und dann waren wir vollkommen entkräftet und ganz zum Schluss am Abend kam auf einmal am Klavier diese Melodie raus und ich weiß noch, das war so ein Schimmeltext. Das war dann nur so na 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 und ja, jetzt ist es gut. Ich weiß, du kamst mit der Hook irgendwie und das war irgendwie echt, das hat länger gedauert. Also ich muss auch ehrlich sagen, Abgehlieder, die fröhlich sind oder halt lustig sind, sind verdammt schwer. Ja, aber das Schöne ist natürlich die Botschaft jetzt auch dahinter, ne? Wie grausam das eigentlich ist, was die Mutter, also die leibliche Mutter zu ihrer Tochter sagt und die Amme, die dann immer versucht, das so zu sagen, naja, so schlimm ist es ja auch nicht. Da eigentlich musst, zu entkräften. Da musst du halt durch und so und dann aber gleichzeitig ja natürlich auch so viel böse Wahrheit. Also es ist, ja, ich liebe das Lied. Mhm. Jetzt ist es ja ganz wichtig bei diesem Musical, dass die Leute ordentlich schon mal Tickets holen, obwohl es ja noch nicht läuft. Warum ist das so wichtig? Na, damit wir gute Laune kriegen. Nein, aber das ist, glaube ich, für jede Show wichtig. Das ist natürlich mal bei einer Show, die es noch nicht gibt, ne? Also wo es noch keiner weiß, wie die aussieht, wo es noch keine Trailer gibt, immer ein bisschen schwierig ist. Aber ich glaube, jede Show freut sich über Ticketverkauf vorher, ne? Also das ist leider, das ist dann immer das Finanzielle. Und da wir Produzenten sind, müssen wir auch daran interessiert sein. Also wir haben immer so diese Schizophrenie. Zum einen dürfen wir jetzt die nächsten Wochen wieder Kinder sein bei den Proben. Das ist wahnsinnig toll. Und dann müssen wir uns abends immer hinsetzen und gucken, wie läuft's, was kann man machen und so. Es gehört halt zusammen. Ich glaube, weißt du, das Ding ist natürlich, ist man deswegen so aufgeregt. Ich halte aber auch nichts davon, wenn man irgendwie so Sachen so anlügt und so blöde hochhypt. Also am geilsten fand ich als, weißt du noch, wir waren ja bei ABBA, ja, dein T-Shirt in der Show. Wir waren einen Tag nach der Premiere in London und dann hatte Björn dieses Interview gegeben und erzählt, wie wenig Tickets sie eigentlich bis dato verkauft hatten. Und ich dachte, das waren 200.000 Tickets haben die nur verkauft. Da erzählt dieser Mann, diese Legende, ein Mann, den ich so verehre, und erzählt dann einfach mal der ganzen Weltpresse die Wahrheit und sagt auch, er hat so eine Angst, dass wir das Ding nicht vollkriegen. Und das fand ich ganz großartig. Ja. Und natürlich haben wir auch Angst, jetzt, aber weißt du, diese letzten zwei Jahre, die waren ja irgendwie so verrückt und dass dann beim Kudamm wir jetzt die 300.000 Zuschauer haben und davon waren 250.000 mal einfach Berliner und alle haben vorher gesagt, der Berliner geht nicht ins Theater. Nicht ins Musical, Entschuldigung. Ja. Und dann gehen doch 250.000 Berliner in ein Musical, weil die Touristenbusse konnten ja nicht kommen. Die durften ja nicht fahren. Die kamen dann erst zum Schluss oder kommen jetzt zum Schluss. Kommen jetzt. Und insofern bin ich da, das ist das Schöne am Musical. Ein Musical kannst du gar nicht anhypen. Die Leute müssen es dann lieben und wir werden alles tun dafür, dass sie es tun. Ja, und es ist ja auch ein bisschen so, wir haben ja auch ein bisschen Verantwortung für das ganze Team. Es ist ja ein riesen, also wir sind ja so ein bisschen Papa für das Ensemble, für das Kreativteam und natürlich gucken wir immer irgendwie, wie läuft's denn? Oh, was können wir noch machen? Heute läuft's mega. Oh, gestern lief's nicht so gut. Also das ist so, das gehört jetzt dazu. Also dem Stress müssen wir uns stellen. Romeo und Julia, Liebe ist alles, hat Premiere am 19. März 2023 und danach geht's am 21. März mit regulären Vorstellungen los. Und wenn ihr Bock habt, wenn ihr diese Lieder, die ihr ja gehört habt, ich mag sie sehr, wenn ihr sie live erleben wollt und die tolle Geschichte drumherum, dann holt euch Tickets, denn Planungssicherheit ist wirklich alles. Und ich freue mich, dass zwei der kreativen Köpfe heute da waren. Ulf Leo Sommer, Peter Plate. Vielen Dank für euren Besuch in der Web Talk Show. Dankeschön, ja. Und danke für das T-Shirt. Ja. Und ihr habt jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Ihr dürft zum zweiten Mal in eurem Leben in die Kamera sagen, was ihr noch nie in eine Kamera gesagt habt, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltet. Oder einfach etwas, was euch wichtig ist, aber ihr habt noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, wenn ihr denkt, Romeo und Julia mochte ich schon in der Schule nicht, das ist nicht zu vergleichen. Also ich weiß nicht, wenn ihr noch nie in einem Musical wart, ist vielleicht Romeo und Julia, Liebes alles,
genau das richtige Musical für euer erstes Mal. Wir sehen uns morgen. Wie jeden Abend zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutjahr. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Bis dann. Ich persönlich habe mir für dieses Jahr Optimismus vorgenommen, dass ich optimistischer in die Zukunft gucke. Und das wünsche ich auch allen anderen, weil ich glaube, das hilft. Ja, das finde ich gut. Dem kann ich mich total anschließen. Ich glaube einfach, ich habe Ulf ja neulich gesagt, kalt duschen nach dem Aufstehen, das hilft. Und hast du gesagt? Was? Und weißt du was? Das hab ich, ohne Mist jetzt, das habe ich seit 3 Tagen mache ich das und das hilft wirklich. Das ist unser Wunsch.